Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte heute einen etwas weiteren Bogen spannen und Ihnen nochmal schildern, die Situation, in der wir uns auf diesem Planeten befinden, ohne dass es uns eigentlich so sehr bewusst ist. Das ist das sogenannte Nachhaltigkeitsproblem. Also es geht letzten Endes darum, dass wir auf diesem Planeten in einer Art und Weise leben, dass die Lebensbedingungen für die nachfolgenden Generationen sich immer weiter verschlechtern werden, wenn wir diesen Lebensstil beibehalten. Nun, das Ganze hat Symptome. Eines davon ist das Klimaproblem und darüber möchte ich eben auch heute sprechen oder in erster Linie sprechen. Und letzten Endes geht es dann eben auch um Energie, denn das Klimaproblem ist ein Energieproblem und damit wären wir dann letzten Endes beim Thema dieser Veranstaltung. Nun, bevor ich aber tatsächlich auf diese Dinge zu sprechen komme, möchte ich gerne ein Wort über die Medien verlieren, insbesondere auch über unsere Informationsgesellschaft, denn wir leben in einer Wissensgesellschaft, in einer Informationsgesellschaft, wir werden überhäuft mit Informationen, aber woher wissen wir eigentlich, welche Information die belastbare Information ist? Und eines möchte ich nicht machen an dieser Stelle, ich möchte keine Medienschelte betreiben. Die Medien sind ein großes Glück. Ich meine, die Medien gehören zu einer pluralistischen Gesellschaft, zur demokratischen Gesellschaft und deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht die Medien abschaffen. Ich möchte auch nicht die Medien gängeln, sondern die Medien sind halt, wie sie sind. Aber das müssen wir eben begreifen. Die Medien sind, wie sie sind und die müssen wir nehmen, wie sie sind. Und ich habe hier mal zwei Beispiele mitgebracht von prominenten Titeln zweier Magazine in Deutschland, die sicherlich auch über die deutschen Grenzen hinaus bekannt sind. Einmal der Spiegel, 1986 im August, der machte auf mit dem Kölner Dom halb unter Wasser. Das würde einem Meeresspiegelanstieg von etwa 80 Metern entsprechen. Und dann steht da in dicken Lettern die Klimakatastrophe. Nun, kein Wissenschaftler würde solche Szenarien jetzt tatsächlich für die nächsten Jahrhunderte irgendwie als realistisch ansehen. Gleichwohl muss ich mich heute, also über 20 Jahre später, doch fragen lassen, übrigens auch von Journalisten, warum denn das jetzt eigentlich nicht eingetreten ist. So ist es eben. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist die Tatsache, dass die Medien natürlich die Dinge irgendwie überspitzen müssen. Sie müssen ihr Produkt auch verkaufen. Ich meine, wir alle müssen uns irgendwo verkaufen, unsere Produkte verkaufen und die Medien müssen die Dinge dann interessant machen. Und sie können die Dinge interessant machen, indem sie zwei Dinge tun. Entweder sie übertreiben, ja, der Kölner Dom halb unter Wasser ist eben eine solche Übertreibung, oder sie untertreiben. Ja, sie stellen einfach mal alles in Frage. Sie behaupten einfach mal das Gegenteil. Auch das ist interessant. Auch damit können sie Auflage machen. Und das hat eben der Stern gemacht 2005. Da steht Klimakatastrophe, alles Panikmache. Und interessant ist der Grund, warum der Stern das gemacht hat. Nicht, weil es irgendwie eine wissenschaftliche Studie gegeben hätte, die das Ganze in Zweifel zieht, sondern weil es einen Roman gegeben hat. Einen Roman eines Bestseller-Autors Michael Crichton, vielleicht kennen Sie Michael Crichton, hat Jurassic Park geschrieben, dieses Saurierbuch, also ein ganz tolles Buch, kann ich nur jedermann, jeder Frau empfehlen. Aber der hat dann noch einen Roman geschrieben mit dem Titel Welt in Angst und hat dann letzten Endes uns Klimaforschern unterstellt, dass wir uns das alles nur ausgedacht haben, um letzten Endes, aus welchen Gründen auch immer, die Weltbevölkerung an der Nase herumzuführen. Ich höre das übrigens auch immer wieder selbst, ihr wollt ja nur Geld haben und so weiter. Ich frage mich immer, welches Geld meint man damit eigentlich? Wenn Sie meinen Gehalt schicken, der kommt ohnehin. Ich bin Beamter. Egal, ob ich was tue oder ob ich nichts tue, mein Gehalt kommt. Ja? Und das Institut, dem ich angehöre, das ist bundesfinanziert. Also das steht auch im Wesentlichen. Insofern klingt das vielleicht gut, die wollen nur Geld haben, Forschungsgeld, aber es macht letzten Endes keinen Sinn.
Ja, und dann haben, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, wahrscheinlich nicht, aber da steht es, plus Gespräch mit den Bestseller-Autoren Michael Crichton und Frank Schätzing. Ja, dann diskutieren zwei Romanautoren, Frank Schätzing kennen Sie sicherlich vom Schwarm, dann diskutieren zwei Romanautoren darüber, ob es denn nun ein Klimaproblem gibt oder nicht. Und damit haben sich dann die Medien abgekoppelt von der Wissenschaft. Und deswegen ergreife ich immer gerne nochmal die Gelegenheit, gewissermaßen aus erster Hand darüber zu berichten, wo stehen wir denn nun eigentlich wirklich in Sachen Klimawandel. Nun, die Ursache, das hatte ich schon angesprochen, ist das Nachhaltigkeitsproblem. Und das Nachhaltigkeitsproblem wurde ja schon 1972, also nunmehr vor mehr als 40 Jahren, vom Club of Rome beschrieben mit dem Bericht Die Grenzen des Wachstums. Und eigentlich, zumindest nach meinem Dafürhalten, hat doch der Club of Rome nur eine Binsenweisheit verkündet. Er hat gesagt, wenn wir die Schätze, die uns die Erde kostenlos zur Verfügung stellt, weiterhin mit dieser atemberaubenden Geschwindigkeit verbrauchen, ist irgendwann nichts mehr da. Wir sind also gewissermaßen dabei, den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen. Und es geht eben um die Ressourcen und den überbordenden Ressourcenverbrauch. Wenn wir uns ansehen, was denn passiert ist während der letzten 40 Jahre, dann ist genau das Gegenteil von dem passiert, was der Club of Rome damals angemahnt hatte. Der Ressourcenverbrauch, der schreitet immer schneller voran und er verlangsamt sich nicht. Und deswegen werden wir früher oder später tatsächlich an die Grenzen des Wachstums stoßen. Und die Frage ist letzten Endes, wollen wir das wirklich geschehen lassen oder wollen wir uns rechtzeitig Alternativen überlegen? Wir müssen das nicht hastig machen, aber wir sollten heute schon mit diesen Dingen anfangen, damit wir in 50 oder 100 Jahren nicht tatsächlich gegen diese Wand fahren, gegen die unsichtbare Wand, die eigentlich schon in Sichtweite ist. Ja, der Club of Rome hatte damals Prognosen gemacht und man kann trefflich darüber streiten, ob sie dann nun eingetreten sind oder eintreten werden oder nicht. Ich halte diese Diskussion für müßig. Ich glaube, der Kern des Problems, der gilt nach wie vor. Unsere Ressourcen sind endlich und wir müssen langsam anfangen, bestimmte Dinge anders zu erzeugen. Und das gilt eben auch für Energie. Und damit nähern wir uns so langsam dem Klimathema, denn die Ursache des Klimaproblems ist eben die Art und Weise, wie wir Energie auf diesem Planeten Erde erzeugen. Und das geschieht weltweit zu über 90% durch die Verbrennung der fossilen Brennstoffe, also durch die Verbrennung von Öl, durch die Verbrennung von Kohle und durch die Verbrennung von Erdgas. Und Sie sehen unseren gewaltigen Energiehunger sehr anschaulich, indem man die Erde bei Nacht vom Weltraum aus betrachtet und dann sieht man eben sehr viel Licht und Licht ist ja nichts anderes als Energie und das symbolisiert nochmal unseren extremen Energieverbrauch. Wir sehen die rauchenden Schlote, das soll nochmal verdeutlichen, dass wir etwas verbrennen. Wir sehen Rauchfahnen. Aber die Rauchfahnen sind nicht das Problem. Das Problem ist das, was wir nicht sehen können. Das ist ein Gas, das dabei entsteht. Das ist Kohlendioxid. Nun wissen Sie alle, dass Gase unsichtbar sind. Und deswegen merken wir nicht, dass sich etwas Unglaubliches im Moment in unserer Lufthülle, in unserer Atmosphäre vollzieht. Wenn wir uns nämlich den Gehalt ansehen, den Gehalt von Kohlendioxid in der Luft, da hat er inzwischen einen Wert erreicht, den hat es noch nie gegeben, seit wir Menschen auf diesem Planeten leben. Was Sie hinter mir sehen, ist die Entwicklung des Klimas während der letzten 800.000 Jahre. Während der letzten 800.000 Jahre. Also ungefähr für den Zeitraum, seit wir Menschen auf diesem Planeten leben. Und die grüne Kurve, also die obere Kurve, das ist der Kohlendioxidgehalt der Luft. Und Sie sehen, der hat immer geschwankt, aber der heutige Wert, der ist schon außerhalb dieser Grafik. Der ist angegeben durch diesen dicken grünen Pfeil. Und im Prinzip,
müssten doch die Alarmglocken schrillen. Aber nochmal, wir merken es nicht, weil wir keinen Sinn dafür haben. Wir haben ja 5 Sinne. Wir haben den Geruchssinn, wir können schauen, Gase sind ja unsichtbar, wir können schmecken, wir können hören, wir können tasten. All diese Sinne erlauben es uns nicht festzustellen, bewusst festzustellen, dass sich die Zusammensetzung unserer Luft gewaltig geändert hat seit Beginn der Industrialisierung. Das gleiche gilt für ein anderes Gas, auf das ich heute nicht eingehen möchte, das ist Methan, das ist diese rote Kurve. Auch da haben wir inzwischen einen Wert erreicht, den es noch nie in unserer Geschichte als Menschheit gegeben hat. Und in der Mitte sehen Sie als blaue Kurve die Temperatur der Erde. Nun fragen Sie sich wahrscheinlich, woher ich das weiß. Man kann im Eis der Antarktis bohren und solche Kerne ziehen. Und diese Kerne erzählen uns die Klimageschichte der Erde. Zum Beispiel können wir die Luftbläschen analysieren, die in diesen Kernen, diesem Eis eingefangen sind. Und die können wir analysieren und wissen ziemlich genau Bescheid, wie die Zusammensetzung der Luft gewesen ist vor 100, 200, 300, 800.000 Jahren. Ja, und insofern würde die Tatsache, dass wir inzwischen Rekordwerte beim Kohlendioxid oder wie wir mit dem chemischen Kürzel sagen CO2 einen Rekordwert erreicht hat, niemand bestreiten. Das ist ein hartes Faktum. Nun, das ist nichts Neues. Mein Kollege Roger Revelle, der hat schon 1957 in einem Interview mit der New York Times, also vor über 50 Jahren, diesen bemerkenswerten Satz gesagt. Und den möchte ich einfach nochmal unterstreichen. Er hat gesagt, die Menschen führen momentan ein groß angelegtes geophysikalisches Experiment aus. Ein groß angelegtes geophysikalisches Experiment, das so weder in der Vergangenheit hätte passieren können, noch in der Zukunft wiederholt werden kann. Also wir führen ein groß angelegtes Experiment mit unserem Planeten aus. Und das, wie gesagt, das möchte ich unterstreichen. Wir lenken das Erdsystem in einem Maße aus, wie es noch nie der Fall gewesen ist, aber letzten Endes wissen wir auch nicht genau, was denn nun alles passieren wird. Denn ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen, sondern ich bin auch nicht allwissend und insofern stimmt es, wir führen in gewisser Weise ein Experiment aus. Und die Frage ist doch, wollen wir dieses Experiment bis zum Ende durchführen und dann wirklich sehen, was passiert, also bis zum Ende durchführen heißt, bis wir alles verbrannt haben an Kohle, an Erdöl und an Erdgas. Oder wollen wir vielleicht vorher anfangen, die Bremsung einzuleiten und unser Verhalten ändern? Nun, ganz ahnungslos sind wir nicht. Gehen wir nochmal ungefähr 50 Jahre weiter zurück in die Vergangenheit. Svante Arrhenius hat schon eine bemerkenswerte Arbeit im Jahre 1896 verfasst. 1896. Svante Arrhenius war einer der großen Physiker seiner Zeit, späterer Nobelpreisträger. Und er hat eine Arbeit verfasst mit dem Titel über den Einfluss von Kohlensäure in der Luft auf die Bodentemperatur. Über den Einfluss von Kohlensäure in der Luft auf die Bodentemperatur. Damals hat man in der wissenschaftlichen Literatur nicht von Kohlendioxid gesprochen, sondern von Kohlensäure. Also wenn wir das übersetzen in die heutige Sprache, heißt diese Arbeit über den Einfluss von Kohlendioxid in der Luft auf die Bodentemperatur. Und das ist genau das Problem der globalen Erwärmung. Er hat also Berechnungen durchgeführt und die sind hier gezeigt, die sollen Sie jetzt nicht lesen, sondern ich habe das ja nur deswegen gescannt, weil das so wunderschön alt aussieht. Der gute Mann wusste ja nicht, was wir tun würden. Der wusste ja nicht, ob der CO2-Gehalt wirklich hochgehen würde oder ob er nicht vielleicht auch runtergehen würde. Er war also ahnungslos, übrigens genauso ahnungslos, wie ich heute bin. Ich weiß auch nicht, was die Zukunft bringt in Sachen Energiesysteme, in Sachen CO2-Ausstoß und so weiter. Deswegen hat er verschiedene Szenarien gerechnet. Er hat auch gerechnet, was passiert, wenn der CO2-Gehalt nach unten geht. Das sind die Zahlen ganz links. Und falls Sie sehen können, diese Zahlen, die haben alle ein Minuszeichen. Das heißt also, er hat berechnet, wenn der Kohlendioxidgehalt der Luft nach unten geht, dann wird es kälter.
Und dann hat er aber auch Szenarien gerechnet, wenn sich der Kohlendioxidgehalt der Luft erhöht. Mit bestimmten Raten. Und in der Mitte, da wo dieser rote Kasten ist, da hat er berechnet, was passiert, wenn sich der Kohlendioxidgehalt verdoppelt. Und er ist gekommen ungefähr so auf 5 Grad. Die Erde würde sich um 5 Grad erwärmen, wenn sich der Kohlendioxidgehalt der Luft verdoppelt. Nun sind wir Gott sei Dank noch nicht so weit, dass sich der Kohlendioxidgehalt der Luft verdoppelt hat, aber über 100 Jahre später können wir ja mal sehen, was ist denn eigentlich geschehen. Und das sehen wir hier. Wir sehen in Blau den Kohlendioxidgehalt der Luft, seit Svante Arrhenius gelebt hat, seit 1900, und in Schwarz diese hektische Kurve, die Temperatur der Erde. Und wenn man den gesamten Zeitraum betrachtet, kann man den Zusammenhang zwischen Erderwärmung, langfristiger Erderwärmung und Anstieg des CO2s nicht missen. Es gibt diese kurzfristigen Schwankungen und die machen es so schwer, die globale Erwärmung irgendwie wahrzunehmen. Denn ein Menschenleben reicht kaum aus, um diese Entwicklung zu erkennen. Nun, ich bin ja schon hinreichend alt, werde nächstes Jahr 60. Das heißt, ich habe schon einen Gutteil dieser Entwicklung mitgemacht und ich habe es am eigenen Leibe erfahren. Ich bin in Hamburg geboren, in Hamburg groß geworden und ich weiß, wie es vor 50 Jahren gewesen ist. Vor 50 Jahren hätte sich niemand gewundert, wenn es einen kalten Winter gab. Heute wundert man sich und daran kann man schon erkennen, dass wir uns ganz allmählich in Richtung Erderwärmung marschieren. Aber seht eben, wie hektisch das Klima ist, das geht mal rauf, mal runter und nur wenn man viele Jahrzehnte betrachtet, dann kann man tatsächlich diesen langfristigen Erwärmungstrend erkennen. Ich möchte Ihnen das hier nochmal zeigen anhand dieser Animation, das sind die gleichen Temperaturdaten, die Animation geht bis 2012, Sie sehen die Jahreszahl unten in der Mitte, alles was bläulich ist, ist kälter als im langjährigen Durchschnitt der Jahre 1951 bis 1980. Alles, was gelblich-orange ist, ist wärmer als im langfristigen Durchschnitt. Und Sie sehen, wie variabel das Klima ist. Deswegen macht es auch gar keinen Sinn, ein einzelnes Jahr hier zu nehmen oder eine einzelne Region. Daraus können Sie nichts ablegen auf die langfristige, großräumige Klimaentwicklung. Nein, erst wenn Sie jetzt so allmählich Richtung Jahrtausendwende kommen, bekommen Sie das Gefühl der globalen Erwärmung und jetzt sind wir mittendrin in der globalen Erwärmung, aber wie gesagt, nicht jedes Jahr wird wärmer als das nächste. Nun hatten wir seit 15 Jahren keinen weiteren Temperaturrekord bei der Erdtemperatur. Und das ist inzwischen ein großes Medienthema geworden. 15 Jahre kein neuer Rekord. Wir sind auf hohem Niveau verharrt. Aber 15 Jahre, meine Damen und Herren, ist eine kurze Zeit. Für uns Klimaforscher sind 15 Jahre eine kurze Zeit. Das heißt also, Sie können aus so einer kurzen Zeit nichts ablesen. Und dann gibt es noch andere Parameter, die reagieren weniger hektisch, wie zum Beispiel der Meeresspiegel. Und ich habe Ihnen hier den Meeresspiegel mitgebracht und Sie sehen hier die Entwicklung seit 1880 bis 2012. Und Sie können erkennen, dass der Meeresspiegel aus Gründen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, weniger stark fluktuiert und diese langfristige Entwicklung sehr viel deutlicher zeigt als die Oberflächentemperatur des Planeten. Ich habe die momentane Rate hingeschrieben, 3 mm pro Jahr oder 30 cm pro Jahrhundert. Das gibt Ihnen ungefähr eine untere Grenze für den zu erwartenden Meeresspiegelanstieg, aber wir befürchten, dass der Meeresspiegelanstieg sich noch weiter beschleunigen wird. Und 30 cm hört sich erstmal wenig an, aber das ist nicht wenig, wenn man an die Inseln im Pazifik denkt, wenn man an Länder wie Bangladesch denkt und so weiter. Da zählt tatsächlich jeder Zentimeter. Übrigens auch, wenn man an Großstädte wie New York denkt. Ja? Wir hatten einen Hurrikan letztes Jahr. Hurrikans sind auch immer mit großen Flutwellen verbunden und auch da zählt dann jeder Zentimeter, ob dann bestimmte Regionen überschwemmt werden oder nicht. Wie geht's weiter? Ich hatte das ja schon ein bisschen angesprochen, als ich über Svante Arrhenius gesprochen habe. Ich weiß es nicht, denn ich müsste ja auch wissen, wie wir uns zukünftig verhalten.
Und an dieser Stelle möchte ich gerne ein Zitat von Mark Twain bringen. Mark Twain hat gesagt, Vorhersagen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Und das stimmt. Nochmal, ich möchte gar nicht behaupten, dass unsere Modelle perfekt sind. Auch die haben natürlich Fehler. Es sind ja Modelle, es ist ja nicht die Wirklichkeit. Obwohl, das möchte ich aber auch gerne sagen, unsere Modelle einen Vorteil gegenüber Wirtschaftsmodellen haben. Das sind keine empirischen Modelle, sondern sie basieren auf den physikalischen Grundgesetzen. Ja? Und diese physikalischen Grundgesetze, die gelten. Deswegen denke ich, sind unsere Modelle belastbarer als Wirtschaftsmodelle, die eben rein empirischer Natur sind. Gezwungenermaßen rein empirischer Natur. Dann stellt sich aber nochmal eine Frage und ich nehme an, viele von Ihnen haben sich auch schon mal diese Frage gestellt, kann man Klima überhaupt vorhersagen? Denn man kann ja noch nicht mal das Wetter eine Woche im Voraus vorhersagen. Wieso kann man eigentlich das Klima vorhersagen über längere Zeiten? Und das wird oft als Argument hergenommen, um den Klimawandel reinzureden, weil man kann ja den Klimamodellen ohnehin nicht trauen. Also, warum kann man Klima langfristig vorhersagen? Und ich möchte Ihnen dazu ein kleines Beispiel geben. Ein Beispiel einer Klimavorhersage, das Sie alle kennen. Ich sage also vorher, dass der kommende Winter kälter sein wird als der letzte Sommer. Sie alle wissen, dass das stimmt. Sie alle wissen, warum das stimmt. Weil sich der Sonnenstand ändert. Und in der Mathematik sprechen wir davon, dass sich eine Randbedingung ändert. Das heißt also, wenn sich eine Randbedingung ändert, kann man gewissermaßen das Chaos aufheben oder Ordnung ins Chaos bringen. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob Heiligabend, Weiße Weihnachten sein werden oder nicht. Das wäre eine Wettervorhersage. Aber ich kann Ihnen sagen, dass der Winter im Mittel kälter sein wird als der Sommer. Nun geht es beim Klimaproblem auch um eine Randbedingung, nämlich um die Zusammensetzung der Luft. Und ich hatte Ihnen ja die Rechnung von Svante Arrhenius gezeigt. Wenn ich jetzt also sage, es wird wärmer infolge des Anstiegs des CO2 in der Luft, dann ist es ähnlich trivial, als wenn ich sagen würde, der Winter ist kälter als der Sommer. Deswegen beschäftigen wir uns wissenschaftlich meistens auch gar nicht so sehr mit diesen Fragen, sondern vielmehr mit diesen kurzfristigen Schwankungen. Die sind für uns eine viel größere Herausforderung als diese langfristige Entwicklung. Sie sehen hier die verschiedenen Modellsimulationen bis 2100. Jede einzelne dünne Kurve ist eine Modellsimulation. Es gibt verschiedene Modelle, deswegen gibt es verschiedene Kurven oder viele Kurven. Und die dicken Kurven zeigen uns den Mittelwert für verschiedene Szenarien. Das heißt also, wenn ich so weitermache wie bisher, dann werde ich die obere dicke Kurve bekommen, die violette Kurve. Das heißt, die Erde würde sich nochmal um zusätzlich 4 Grad erwärmen. Bisher waren es ja knapp 1 Grad. Aber Sie sehen auch die untere blaue Kurve. Wenn wir wirklich schnell agieren würden, dann sehen Sie, würden wir die Erderwärmung doch noch deutlich unter 2 Grad halten können. Und das gibt uns irgendwie den Bereich, in dem wir uns bewegen werden. Wo genau wir landen werden, weiß ich nicht, weil das hängt eben doch davon ab, wie wir uns verhalten werden. Und das kann ich nicht vorhersagen. Ich habe einfach mal die beiden Extreme hier mitgebracht. Links die beste aller Welten, rechts die schlimmste aller Welten, um Ihnen auch visuell nochmal den Eindruck zu bringen, wie die Wahlmöglichkeit aussieht. Links sehen Sie, wird sich die Erderwärmung im Bereich von 1-2 Grad je nach Region befinden. Rechts werden Sie sogar Gebiete erkennen, wo die Erwärmung 7-8, vielleicht 9 Grad sein wird. Starke räumliche Unterschiede sind programmiert. Sie sehen insbesondere die Meere erwärmen sich nicht so stark an der Oberfläche, während die Kontinente, gerade das Innere der Kontinente und die Arktis erwärmen sich sehr viel mehr. Wo stehen wir beim Klimaschutz? Damit komme ich so langsam zum Ende. Es gibt ja jedes Jahr eine Klimakonferenz, immer Ende des Jahres. Die letzte war in Katar, in Doha. Und leider gibt es bisher nur Absichtserklärung. Das wird in der Politik immer als Erfolg gefeiert. Man spricht nach jeder Konferenz von einem Durchbruch. Letztes Mal hieß es sogar ein Durchbruch historischen Ausmaßes.
dieser Durchbruch, und meine Damen und Herren, ich hasse es selbst immer wieder sagen zu müssen, diesen Durchbruch gibt es nicht. Ich bin ein Mann der Zahlen. Ich kann nur die Zahlen sprechen lassen und ich will Ihnen einfach mal die Zahlen hier präsentieren. Sie sehen den CO2-Ausstoß, den weltweiten, und nur der zählt, den weltweiten CO2-Ausstoß seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der rote Balken ist der Ausstoß im Jahr 2000. Und seit 2000 ist der Ausstoß um 40% gestiegen. Vielleicht bin ich naiv, aber ich weiß nicht, wo der Durchbruch ist. Ich kann ihn jedenfalls anhand der Zahlen nicht erkennen. Warum ist das so? Warum kann sich die Weltgemeinschaft nicht auf ein Protokoll einigen? Es liegt vor allen Dingen an zwei Lagern, und stellvertretend für diese beiden Lager möchte ich die USA und China nennen. Die beiden Länder zusammen verursachen ungefähr 50% des weltweiten CO2s. 50%. Hier ist die zeitliche Entwicklung des CO2-Ausstoßes und wir sehen als dunkle Kurve die USA seit Beginn der 70er Jahre. Und wir können erkennen, dass die USA jahrzehntelang das meiste CO2 ausgestoßen haben. Die rote Kurve sind die Chinesen. Und die Chinesen haben die USA im Jahr 2005 überholt und sie sind jetzt der größte Verursacher von CO2. Beschränken wir uns mal auf diese beiden Länder. Die Amerikaner sagen jetzt, wir sind nicht mehr bereit, etwas zu tun, wenn nicht auch die Chinesen etwas tun. Und finden dabei übrigens auch bei meinen Kollegen von der Wirtschaftsfakultät durchaus Sympathie. So kann man es aber meiner Meinung nach nicht sehen. Und ich möchte Ihnen gerne die Sicht der Chinesen produzieren, damit Sie erst einmal erkennen, warum es so schwierig auf den Konferenzen ist. Es gibt graue Emissionen. Was zum Teufel sind graue Emissionen? Wissen Sie, als ich letztes Jahr in New York gewesen bin, das war kurz vor den Olympischen Sommerspielen in London, und beim Frühstück saß. Und Sie wissen alle, wenn Sie mal in Amerika waren, da sitzen Sie nicht so schön ruhig beim Frühstück wie hier oben, sondern läuft immer irgend so ein Riesenfernseher und dröhnt sie voll. Sie wissen also ganz genau, was die Nation an diesem Tag bewegt. Was hat die Nation bewegt? Dass das amerikanische Nationalteam auflaufen musste in Trikots made in China. Und das sind die grauen Emissionen. Design von einem Stardesigner, aber produziert in China. Das heißt also, wir produzieren selbst, wir als Industrienation produzieren selbst immer weniger. Wir lassen produzieren. Und dann wundern wir uns, dass in den Ländern wie China, Indien und so weiter der CO2-Ausstoß explodiert. Das heißt also, ein Teil dieser Emissionen müssten wir uns eigentlich anrechnen lassen. Und meine Kollegen Davis und Caldera haben das mal ausgerechnet, wie viel das ist. Und ich will Sie jetzt nicht mit Zahlen hier beschmeißen, aber Sie können, glaube ich, schon anhand der dicken Pfeile erkennen, dass wenn man einfach die Verursacher betrachten würde, nicht die Hersteller, dann müsste man dicke Batzen von CO2-Ausstoß zurückschicken in die Länder, wo die Produkte wirklich nachgefragt werden, zum Beispiel in den USA, in Europa, aber auch in Japan. Und ich glaube, wenn wir uns irgendwie dieser Verantwortung als Industrieländer nicht stellen, wenn wir nicht bereit sind, da Kompromisse zu machen, wird es bei den Klimakonferenzen niemals vorangehen. Die Lösung ist ja denkbar einfach. Wissen Sie, ich bin ja wie gesagt nur ein Mann der Zahlen, ein Mann dessen, was geht oder was nicht geht. Wir alle wissen, dass die erneuerbaren Energien sicherlich verbesserungswürdig sind, aber sie existieren und wir können sie heute schon nutzen. Natürlich mit nicht perfekter Technologie, aber ich meine, alles fängt irgendwo an und wird dann Schritt für Schritt verbessert. Stichwort Learning by Doing. Und wir fangen ja nicht bei Null an. Denken Sie an die Flugzeuge.
Ja? Vielleicht kennen einige von Ihnen den Film Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Ja, spielt so in den, ich weiß nicht genau, 20er, 30er Jahre, so die Anfänge der Fliegerei. Ich meine, überlegen Sie mal, wie es damals gewesen ist. Ja, ich meine, wir lachen uns heute schief, wenn wir diese Fluchversuche sehen. Das Fliegen heute, ja, ganz anders. Das heißt also, wenn man erstmal den Einstieg findet, dann sind wir Menschen auch innovationsfreudig genug, um tatsächlich diese Dinge dann auch voranzubringen und auch gewinnbringend einzunutzen. Und darum geht es letzten Endes, dass wir die erneuerbaren Energien stärker in den Markt einführen, dass wir sie stärker nutzen und vermeiden, zumindest was die Energieressourcen angeht, ungebremst gegen diese imaginäre Wand zu fahren. Denn diese Wand, die ist schon am Horizont absehbar. Man sieht das eben auch schon so langsam an den steigenden Preisen für konventionelle Energie. Vielleicht noch ein Wort zur gegenwärtigen Finanzkrise. Ich bin einfach gestrickt, aber ich frage mich, warum ein Land wie Spanien 50 Milliarden US-Dollar für Ölimporte ausgibt. Ein Land, das gesegnet ist mit erneuerbarer Energie. Das Gleiche gilt übrigens für Griechenland. Ja? Ich erinnere mich noch, zu Beginn der Finanzkrise wurden diese Dinge diskutiert. Ja? Warum sollte man denn nicht die erneuerbaren Energien sozusagen als Chance sehen, um diesen Ländern A, eine wirtschaftliche Perspektive zu bieten und B, um sie aus der Finanzkrise herauszuholen? Man hat es leider nicht gemacht. Und deswegen möchte ich schließen mit einem Zitat von Albert Einstein. Die gewaltigen Probleme unserer Zeit können nicht mit derselben Denkart gelöst werden, welche jene Probleme hervorgebracht hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.